Willkommen zurück zu FIFA 19 mit mir dem Jahr 85 vom Knalltüten Gaming. Auch heute lassen wir das Training weg und gönnen uns das letzte Bundesligaspiel in dieser Saison mit oder gegen den 1. FC Köln. Wir spielen sogar, das ist natürlich auch nicht schlecht, mussten ja lange genug simulieren. Wir spielen in Schwarz, Köln in Weiß, wir probieren es. Wir tun natürlich das ganze Team steuern, wie immer. Und hoffen auf einen gelungenen Abschluss bei dieser verkorksten Saison. Es kann ja noch besser werden, das ist der Vorteil. Und damit beginnen wir auch das Spiel, das Saisonfinale. Nach unserem 4-0 im letzten Spiel wollen wir natürlich mehr. Also los geht's. Erstmal gucken, wie die Kölner so spielen. Auf jeden Fall kommen sie erstmal mit einer Flanke. Aber die geht ins Aus. Abstoß von uns. Und wieder ist Müller im Tor. Wo auch immer Gulaschi ist, er wird schmerzlichst vermisst. Aber Köln scheint auch wieder schnell aufzuspielen. Aber Müller, nee, Müller heißt er ja immer noch, hält sogar was. Er hält, was er verspricht, zu gut Deutsch. Ja, Verzweiflungspass irgendwie. Ja, knapp. So. Sehr weit rausgespielt, wurde sogar aufgehalten. Deswegen kommt die Flanke direkt. Einwurf. Toll, weil er ihn aufgehalten hat. Das wird doch nicht gepfiffen. Weh, wir machen das. Bauen wir das Spiel erstmal ganz vernünftig wieder auf. Mit einem Fehlpass, sehr schön. Na gut, machen wir es eben jetzt. Hä? Ach Mensch, was machen die denn hier? Schlawiner. Gut dazwischen gegangen. Jaro kriegt den Ball nicht. Wird dafür aber nicht abgestraft. Doch, schlechtes Timing. Na, was soll denn das? Da hätte der Passspieler eigentlich das schlechte Timing kriegen sollen. Uff. Der Boden ist entweder nass oder völlig matschig. Oder beides. Das sieht aber aus wie nass. Ich muss mal genau drauf achten. So. Ein super Pass von Jaro 85. Oh! Er hätte den Ball noch annehmen können und dann die Flanke. Ansonsten war es ein guter Angriff. Der aber leider zu nichts führte. Gesehen. Querpass auf Jaro! Und der, oh, was macht denn der? Das gibt's doch nicht! Oh! Eieieiei. Kein Wunder, dass Jaro sich einen Kreuzbandriss geholt hat. Nach so einer Aktion. Aber gut gemacht, trotzdem. Fand ich schön. So. Und das war ein Foul. Natürlich. Und der Ball geht vorbei. Eieieiei. Ball wurde geholt. Er wurde nicht abgewehrt. Doch, er wurde abgewehrt von den Bösen. Ja, was ist mit dem Einwurf, wenn man sich so eilig? Gut dazwischen geschmissen. Es gibt Ecke. Nein, ein Tor wird es nicht. Auf jeden Fall stellen wir uns
schwieriger an, um es mal so auszudrücken, als noch gegen Mainz 05 im letzten Spiel. Ja, heute fast noch gekriegt. Ist ja fast gut geworden. Und Tor! Nein, es war abseits. Na toll. So gut gespielt. Und dann ist es abseits. Aber trotzdem, gutes Spiel. Dasselbe nochmal, noch ohne Abseits. Und dann ist die Welt in Ordnung. Jetzt ist erstmal Halbzeit. Das ist auch sowas wie Abseits. So ungefähr wird auch gepfiffen. Das hat gerade Dylan gemacht. Ist im Hintergrund eine Renderung fertig, so wie es klingt. Ja, schon nebenbei die anderen Videos rendern. Das ist auch der Grund, warum das Spiel manchmal stockt. Ein Schussversuch. Und Ecke. So schnell hin. Ach, der trifft den Ball nicht. Toll. So, das ist der Ecke. Konter. Sich selber gegenseitig gefault. Na klasse. Solche Hörnis. Und Jaro jetzt. Das war der Pass zum 1:0, oder? Nein, war es nicht. Ah. Timo Werner wieder. Und Abstoß für Kölle. Kommt. Jetzt auf jeden Fall. Aber nicht Richtung Tor. Sehr schön. Oh ja, er legt sich den Ball wieder zu weit vor. Oh! Guter Schuss und was für eine Parade vom Torwart. Abstoß. Nee, Ecke. Upsi. Abstoß. Ja, gut gesehen. Jaro scheint aber nicht mehr auf dem Platz zu sein. Jetzt scheint die Welt in Ordnung zu sein, so dementsprechend. Was war das denn? Da will er von dort schießen. Vor allem noch so komisch. Nächster Angriff von Köln. Uns kann diese Saison nichts mehr schocken. Obwohl das Tor gut geworden wäre. Aber er wollte ja nicht treffen. Einsätze sind ja da. Aber merkt auch unsere Spieler. Sind geplagt von dieser Saison. Und enttäuscht extra noch. Ja, super gesehen sogar. Noch eine Flanke zum Abschluss. Nee, aber wird abgefangen. So, ja. Ihr Lieben. Ach, das Geschmeichle hat geholfen. Wir haben nicht getroffen. So, jetzt wechseln sie alle aus hier. Alle gehen zu raus und rein. Alle wollen nochmal Spielzeit haben. Und der Ball landet im Aus. Es ist kein Wechsel. Aufgelaufen, auflaufen lassen. Und nichts. Oh. Momentan steht auch die Abwehr von Köln ziemlich günstig. Das kommt
nichts vorbei. Irgendwie schön im ganzen Spiel. Muss ich mal zugeben. Fast wäre kurz am Ende noch das 1-0 gefallen. So, wenigstens die Chance, dass wir noch bei einem 0-0 sicher davon kommen. So. Jeden Moment ist Schluss. Der Schuss. Und 1-0 kurz vor der Angst. Noch das Siegtor, behaupte ich jetzt einfach mal. Wunderbar. Super. Somit gehen wir wenigstens mit einem Sieg aus der Saison raus. Hier schön durchgekämpft. Ball kurz vorgelegt, geschossen und rein ins Netz. So. Das Spiel ist jetzt vorbei. Und wir freuen uns doch mal an 3 Pünktchen. So. Tja, da kann man bloß hoffen, dass die unsere 4. Saison doch deutlich besser läuft. Und jetzt hängt das Spiel. Jetzt tue ich auch gerade nichts rendern, übrigens. Nur so nebenbei. Und da ist das Spiel vorbei. 1-0 gewonnen. Die Saison ist damit gelaufen. Weil ich glaube nicht, dass wir in irgendeinem Pokal noch drin sind. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich will keine Leistung angucken. Springen wir denn da runter? Die Maus war dort. Hier ist die Maus. Nee, die muss weg. So. Die Saison ist zu Ende. 34. Spieltag. Wir klicken einfach mal durch. Und wir werden sehen, ob es wirklich das Ende war. Wir haben abgeschlossen auf Tabellenplatz 10. Können wir uns fast noch glücklich schätzen. Können wir zwar jetzt trainieren bis zum Get-No, aber ich denke, das tun wir uns jetzt nicht mehr an. Wir werden ja also besser. Training machen wir irgendwann nochmal wieder. Aber jetzt. Das rattert ja im Juni durch. Da sieht man mal, dass wir wirklich kein. Was soll ich gerade sagen? Dass wir wirklich kein. Was soll ich denn sagen? Ich hab's vergessen. Egal, Saison beenden. Ich hasse es, meinen Spielern so etwas schreiben zu müssen, aber ich muss meiner Enttäuschung darüber leider Ausdruck verleihen, dass du nicht imstande warst, Liga-Ziele zu erreichen, die ich dir zu Saisonbeginn gesetzt hatte. Ich habe von dir mehr erwartet und hoffe, in Zukunft eine Verbesserung zu sehen. Ja, das ist halt, wir haben jetzt nicht so viele Tore geschossen und so, hä? Ist aber nicht so schlimm. Wir gehen weiter. Und da startet auch schon die neue Saison. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und freue mich, euch nächste Saison wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut, euer Jaro85. Fortsetzung der durchgeknallten Kneipe folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.